Die DHV-News vom 14. Oktober 2022. BGH-Urteil zu CBD-Blüten. Blinert, wann kommen die Eckpunkte? Herzlich willkommen bei den DHV-News. Erstmal wieder ein paar Hinweise. Zwei Stück. Der erste. Nächste Woche gibt es keine News mal wieder. Ich bin schon wieder in Herbstferien unterwegs, schon wieder Herbstferien. Unglaublich, ja, wie die Zeit verrannt ist zwischen Sommer und Herbst. Und der zweite Hinweis, ja, wie ihr hier vielleicht schon gemerkt habt, wir sind wieder im Corona-Vorsichtssetting unterwegs. Gab mal wieder Kontakte zu Infizierten und so weiter. Aber ich bin gesund, ja. Ich habe wieder selbst kein Corona, bisher jedenfalls nicht. Und ich bedanke mich trotzdem bei allen, die das nicht gemerkt haben und mir gute Besserung wünschen. Ja, danke, danke. So, jetzt gehen wir mal in die Themen rein. Und zwar erstmal nochmal ein kleiner Rückblick zu Niedersachsen. Da ist die Wahl ja gut gelaufen. Rot-Grün ist ja wahrscheinlich. Die fangen gerade an zu verhandeln. Wir haben auf Twitter die Grünen nochmal aufgefordert, jetzt vorsichtshalber die Zustimmung zur Legalisierung im Bundesrat nochmal in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben. Zumindest haben die damit das Thema mal auf dem Schirm. Ja, können wir mal teilen irgendwie vom Handverband oder liken, ja, damit die sehen, großer Bedarf, weil die SPD, der Herr Weil hatte sich ja sehr zurückhaltend geäußert vorher. Er sagte, er wüsste nicht so genau, ob Niedersachsen zustimmen soll oder nicht. Im Gegensatz zur CDU, die natürlich gegen Legalisierung ist, ganz klar. Und wir sind natürlich zuversichtlich, dass die SPD den Herrn Weil noch einfängt, sozusagen, ja, wenn es soweit ist. Aber kann ja auch nicht schaden, wenn die Grünen das vielleicht vorher schon klären. Auf jeden Fall gehen wir davon aus, dass Niedersachsen der Weg frei ist für die Legalisierung, für die Zustimmung im Bundesrat. Und damit fehlt jetzt nur noch Hessen im Herbst 2023. Gibt auch noch Wahlen in Bayern im nächsten Jahr. Da ist eher unrealistisch, da jetzt die CSU aus der Regierung rauszuwerfen. Nehmen wir jedenfalls nicht an. Ja. Und in Bremen ist einigermaßen sicher, da ist die CDU nicht an der Regierung beteiligt und das wird vermutlich auch so bleiben. Also bleibt Hessen, wo dann eben dann die restlichen Stimmen zusammenkommen könnten für die Legalisierung, um den Weg durch den Bundesrat frei zu machen. Jetzt sind viele enttäuscht, ja, bei der Strategie sozusagen Herbst 23, das dauert ja eh noch alles ewig hier, ne, das verzögert die Sache noch weiter und ne, die sind am Maulen, verständlicherweise ungeduldig und so. Aber der normale Zeitplan der Regierung geht ja jetzt sowieso schon nur bis Sommer. Na, die haben vor, die wollen versuchen, die Legalisierung bis vor der Sommerpause fertig zu haben im Bundestag. Und dann muss ja erst am Bundesrat, dann ist sowieso Sommerpause. Und wie eben gesagt, da kommt ja der Herbst dann eh schnell. Also wenn das die Frage ist, ob die Legalisierung im Bundesrat scheitert an der CDU-Blockade oder ob man dann vielleicht noch 3 Monate wartet auf die Hessenwahl, um die dann durchzukriegen, die Legalisierung im Bundesrat, dann wüsste ich, weil ich wählen würde jedenfalls, und wir bleiben an dem Thema dran, bis die CDU vielleicht auch sagt, naja, wir stimmen halt zu, ja, dann brauchen wir solche Kampagnen nicht mehr machen oder darauf zu gucken so sehr. Aber naja, bis jetzt müssen wir das erstmal und tun das auch. Ich bleibe da gleich beim Thema und nochmal auf die ganzen Landtagswahlen 2022 geguckt und was wir damit gemacht haben. Wir haben ja bei der letzten Spendenkampagne zu Weihnachten wieder wie immer angesagt, was wir vorhaben mit dem Geld und 2 große Projekte für dieses Jahr angesagt, die sich irgendwie logisch ergeben. Das eine ist die Begleitung der Legalisierung im Detail, ja, dass wir die Interessen der Konsumenten und der Zivilgesellschaft ganz allgemein einbringen. Und Teil davon war dann eben auch die Finanzierung unserer Cannabis-Normalkonferenz. Die hat ja überhaupt erst so ein gut abgestimmtes Eckpunktepapier mit der Community ermöglicht. Und unsere Bemühungen, da wirklich möglichst viel ins Boot zu holen, haben sich ja auch ausgezahlt. Und wir waren ja, oder ich, bei allen 5 Hearings dann bei Blinert dabei. Insofern war das erfolgreich soweit. Der 2. große Punkt, für den wir Spenden gesammelt haben, waren die Landtagswahlen dieses Jahr. Eben, weil schon damals klar war, die Stimmverhältnisse im Bundesrat sind ein Problem für die Legalisierung, womit wir uns befassen müssen, wo wir eine Lösung finden müssen. Und die Eleganz ist eben, die CDU aus den Landesregierungen zu werfen. Dafür haben wir Geld gesammelt, uns da irgendwie einzumischen. Und jetzt ist die letzte Landtagswahl 2022 vorbei. Und wir haben mal Zahlen auf der DHV-Seite veröffentlicht, was wir genau gemacht haben. Wir haben uns darauf konzentriert, unseren Werbespot, unseren Wahlwerbespot über die sozialen Medien mit großer Reichweite auszuspielen.
Und in diesem Spot, die meisten von euch kennen den vermutlich, erklären wir, warum die Landtagswahlen wichtig sind, um die Legalisierung durchzubringen und warum die CDU ein Problem ist bei der ganzen Angelegenheit. Handfreunde zur Wahl motivieren war letztendlich der Sinn der Sache. Und wir können natürlich als Handverband jetzt keine Wahl komplett umdrehen, ja, mit den kleinen, doch relativ kleinen Budgets, die wir da haben. Und wo beliebte CDU-Ministerpräsidenten waren, da haben weder wir noch die anderen Ampelparteien mit ihren großen Budgets einen CDU-Sieg verhindern können. Das war der Fall in NRW, Schleswig-Holstein. Da ist die CDU im Sattel geblieben und die sind für die Legalisierung verloren sozusagen im Bundesrat. Wir können aber immerhin im Rahmen unserer Möglichkeiten zum guten Ergebnis beitragen, ja, unseren Teil dazu leisten, dass wir da irgendwie vorwärts kommen. Und im Saarland und Niedersachsen hat es ja auch gereicht für einen Regierungswechsel. Da war das ein Erfolg. Wie viel auch immer wir damit zu tun hatten, wir hatten auf jeden Fall damit zu tun. Ja. Und es ist sicher unbefriedigend, dass wir dieses Jahr den Weg durch den Bundesrat nicht mehr frei bekommen haben. Aber immerhin haben wir noch erreicht, dass die Perspektive mit Hessen im nächsten Jahr da ist. Das hätte, wenn eine Wahl mehr verloren gegangen wäre, dann hätten wir die eben nicht, diese Perspektive, dass dann eben im nächsten Jahr im Herbst der Bundesrat noch frei werden könnte für die Legalisierung. Wir haben insgesamt jedenfalls 41.202,55 Euro für Reichweite ausgegeben, also speziell Facebook, Instagram und YouTube. Hatten dabei auch noch ein paar Probleme, übrigens nebenbei gesagt, mit den Werberichtlinien da. Da haben wir anständig unsere Spots blockiert. Aber erstmal so zur Gesamtreichweite. Wir hatten also 12,5 Millionen Impressionen insgesamt, also da, wo insgesamt mal das die Vorschau vom Video durchs Bild gelaufen ist und 2,8 Millionen Mal wurde der Spot dann tatsächlich auch angeschaut. Das sind schon stolze Zahlen für ein paar Bundesländer. Und wir haben das sehr gezielt direkt vor den Wahlen an erwachsene Personen in jeweiligen Bundesländern ausgespielt. Und jetzt natürlich jetzt nicht klar messbar, wie viele Handfreunde wir tatsächlich zur Wahl motiviert haben. Das ist ja nicht genau, logischerweise. Aber bei der Reichweite waren es sicherlich einige, die wir da zu gebracht haben, zur Wahl zu gehen und da an diesen Ergebnissen mitzuarbeiten. Zumal wir auch traumhafte Reaktionsraten hatten auf das Video. Das ist meistens so bei so Hanfgeschichten, da viel mehr Leute draufklicken, als wenn man jetzt für irgendwas anderes Werbung macht. Ein weiter schöner Nebeneffekt, den die ganze Sache hat, ist, dass ja auch CDU-Leute mitbekommen, dass so ein Spot auf Facebook, auf YouTube läuft. Ein paar davon werden sie selber gesehen haben und ein paar werden es erzählt bekommen haben. Und dann kriegen sie eben auch mit, dass mit großer Reichweite und bezahlt ein Video gegen sie gemacht wird, Wahlaufruf gegen die CDU, weil sie so sehr gegen die Legalisierung sind. Ja, das bekommen die ja mit und könnte eben nebenbei auch dazu beitragen, dass sie ihren Widerstand auf den Prüfstand stellen. Ja, ob das wirklich so eine gute Idee ist, da wie die Irren irgendwie ständig gegen Cannabis-Legalisierung zu wettern. Und das könnte ja letztendlich auch eine Lösung sein. Ja, würde erreichen, wenn ein CDU-Landesverband im richtigen Bundesland im richtigen Moment sagt, ja komm, wir machen das mit. Ja, das ist schon sinnvoll. Ja. Also das ist ja jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen, wenn auch nach wie vor sicherlich nicht sehr wahrscheinlich. Ja, aber immerhin, das kann nicht schaden, wenn die CDU-Leute mitkriegen, es gibt Widerstand. Die genaue Aufstellung der Ausgaben der Reichweiten für diese Spots, die seht ihr auf der DMV-Seite. Ich verlinke das unter dem Video in der Videobeschreibung. Diese Auflistung könnt ihr euch mal genau angucken. Da steht auch noch mehr zu den Problemen, die wir hatten mit diesen Werberichtlinien und dass wir eben auf YouTube letztendlich auch einen zensierten Brokkoli-Spot ausspielen mussten, ja, was wir nicht gerne getan haben. Das war die einzige Möglichkeit überhaupt, unseren Spot zu schalten dann. So, jetzt zum viel heißeren Thema, wo wir alle schon darauf warten, das Bundesgerichtshofurteil zu CBD-Blüten. Es gab schon vorher in letzter Zeit mehr wieder Probleme für Händler und Razzien und so weiter, wenn es um Nutzhanfprodukte ging, insbesondere Hanfblüten, aber auch zum Teil zum Beispiel Hanfblättertee. Auch der Tobi von Hanfnah hat wieder in mehreren Videos berichtet von erneuten Razzien in seinen verschiedenen Läden und was sie alles beschlagnahmt haben und so weiter. Und jetzt gibt es eben ein neues Urteil. Meiner Meinung nach gibt es da viel mehr Aufregung als wirklich Neuigkeiten, weil der Bundesgerichtshof hat im letzten Jahr schon im März festgestellt, dass der Verkauf von CBD-Blüten illegal ist. Und die Leute von der Hanfbar, um die es damals ging, die haben trotzdem, wurden die nicht bestraft. Ja, die sind gut mit dem blauen Auge rausgekommen aus der Nummer wegen Verbotsirrtum. Also damals hat das Gericht ihnen zugestanden, dass sie vielleicht nicht wussten oder wissen konnten, dass der Verkauf von CBD-Blüten, Nutzhanfblüten illegal ist. So wie sie das eben festgestellt haben, dass es illegal ist.
Und sie hatten eben da einen Gutachter beauftragt, der sagen sollte, ob man sich mit diesen Nutzhanfblüten berauschen kann oder nicht. Und der gesagt hat, ja, es geht. Ja, wenn man eine große Menge in bestimmter Art irgendwie im Gebäck verarbeitet, dann kann man einen kleinen Rausch damit erzeugen. Ich glaube, um 15 Gramm Nutzhanfblüten ging es damals. Und damit war das Gericht, war die Prüfung erledigt, von wegen, ja, man kann sich damit berauschen. Und damit haben sie gesagt, dann sind die Kriterien im Gesetz nicht erfüllt für die Legalität. In diesem Verfahren jetzt, diesem neuen, wo jetzt gerade das Urteil bekannt geworden ist, also das Urteil selber ist auch schon wieder ein paar Monate her, aber es ist jetzt veröffentlicht worden, da wurde den Angeklagten unterstellt, sie hätten eben gewusst von diesem Missbrauchpotenzial, da gab es offensichtlich irgendwelche Kommunikation, die da beschlagnahmt haben oder was, wo eben die Rede davon war, dass sie irgendwas davon wussten, dass man das kann. Vielleicht auch über das Gutachten war von denen oder so, weiß ich genau. Auf jeden Fall, denen konnten sie eben oder haben sie keinen Verbotsirrtum mehr gegeben. Das wäre der eine Punkt, der ein Unterschied war. Und das hat eben auch zu harten Strafen geführt. Also teilweise Gefängnisstrafen ohne Bewährung, weil es geht ja um große Mengen Betäubungsmittel, Handel mit Bande und weiß ich, ja, das kann ich gleich als riesengefährliche Kriminelle, wenn die Leute dann da hingestellt. Aber was auch neu ist in dem Verfahren, dass man Großhändler jetzt dabei davon betroffen war, der gar nicht direkt an Endkunden verkauft. Trotzdem waren die Richter der Meinung, dass das gar keine Rolle spielt, ja, solange alle Beteiligten wissen, dass diese Blüten in unverarbeiteter Form an Endkunden verkauft werden, dann sind sie genauso mit drin in der Kette der Verfolgten sozusagen, wie eben der Einzelhändler, der dann wirklich direkt an die Endkunden verkauft. Das war eigentlich so die einzige Neuigkeit an der ganzen Sache, ja. Ansonsten hat der BGH sich einfach auf dieses Gutachten da nochmal bezogen. Ja, man kann es damit berauschen, Missbrauch ist nicht ausgeschlossen. Insofern ist das illegal. Das ist im Prinzip deren Haltung und insofern auch nichts Neues. Wir haben das immer und immer wieder gesagt, ja, dass das zweifelhaft ist und auch gesagt, die Bundesregierung interpretiert auf jeden Fall die Gerichtslage auch so, dass der Verkauf von CBD-Blüten illegal ist. Haben wir uns auch Ärger eingehandelt mit Händen und haben da wilde Diskussionen gehabt, aber don't shoot the messenger, wir können nichts dafür, wir halten das auch für falsch, CBD-Blüten Händler und Konsumenten zu verfolgen, aber so ist nun mal die Rechtslage. Zumindest sehen das die BGH-Richter so und die sind eben diejenigen, die in letzter Instanz die Gesetze interpretieren. Man kann dieses Urteil natürlich kritisieren, ja, da ging auch sehr viel Unmut durchs Netz, was die BGH-Richter da jetzt wieder verzapft haben. Und die hätten das sicherlich auch anders machen können und sollen, gar keine Frage. Die hätten zum Beispiel einen zweiten Gutachter beauftragen können, auch damals schon, ob man sich wirklich mit Nutzhanfblüten berauschen kann. Ja, also ich würde nach wie vor auch bezweifeln, die haben zum Beispiel den CBD-Wert gar nicht mitberechnet und nur auf das bisschen THC geguckt oder CBD der THC-Wirkung entgegenwirkt, das haben sie gar nicht beachtet. Solche Dinge, ja, wäre vielleicht beim anderen Gutachten mal ganz anderes rausgekommen. Sie hätten auch nicht nur technisch prüfen müssen, ob man sich irgendwie theoretisch damit berauschen kann, sondern auch mal die Frage einfließen lassen, ob das überhaupt realistisch ist, ob das überhaupt wirtschaftlich ist. Mit 10-mal so teuren Kosten, ja, für 15 Gramm von den Nutzhanfblüten da irgendwas einen Muffin zusammen zu basteln, anstatt einfach gleich richtiges Gras zu nehmen. Ja, das würde ja kein Mensch machen einfach. Insofern ist halt Missbrauch vielleicht möglich in deren Sicht, aber nicht, das macht halt keiner. Ja, insofern wird halt keiner missbrauchen. Sie hätten sich auch der Richtervorlage anschließen können, die BGH-Richter, und sich der Meinung anschließen können, dass das ganze Handverbot komplett verfassungswidrig ist. Auch damit hätten sie im Prinzip die Verfahren ruhen lassen können. Gut, haben sie am Ende nicht gemacht, ja, kann man kritisieren, aber am Ende ist nicht das Gericht das Problem, sondern das Gesetz, das solche Interpretationen überhaupt zulässt. Das BTMG muss also geändert werden. Wir müssen den ganzen Bereich Nutzhanf bei dieser Legalisierung mit regeln und ändern, damit sowas nicht mehr passiert. Einfach vor allen Dingen, Hanf muss komplett aus dem Betäubungsmittelgesetz raus, muss anderweitig reguliert werden und dann sieht die Sache für Nutzhanf auch gleich ganz anders aus. Das ist ein Grund mehr, dass die Legalisierung schnell kommen muss. Man könnte diesen Aspekt aber auch vorher schon regeln. Das ist wie mit der Entkriminalisierung, ja, wo auch ärgerlich ist, dass sie das nicht gemacht haben, gleich sofort irgendwie Konsumenten entkriminalisieren und dann ewig und drei Tage darüber diskutieren, wie sie das mit den Shops machen. Hätten sie auch beim Nutzhanf machen können. Es gibt sogar einen Vorschlag von der Sachverständigenkommission, die da einen Vorschlag gemacht hat. Wäre nur eine Änderung von Anlage 1 Betäubungsmittelgesetz, noch nicht mal ein Paragraph, da müsste der Bundestag noch nicht mal mitreden. Ja, sie hätten die einfach per Ministererlass und Bundesratszustimmung machen können. Zumindest versuchen, Bundesratszustimmung, da haben wir nämlich wieder. Darauf weist der BVCW hin, der Branchenverband Cannabiswirtschaft.
Und den Händlern, ja, die haben jetzt tatsächlich Panik, obwohl sich von der Rechtslage her gar nicht so viel geändert hat. Aber die Behörden scheinen es zu motivieren. Es gibt jetzt auch seit diesem Urteil dann schon wieder zusätzliche Razzien, neue Razzien. In Nürnberg zum Beispiel haben sie einen Shop hochgenommen, irgendwie, als würden sie bei den Hells Angels einreiten. Jede Menge Polizei da vor Ort und so weiter. Die werden also motiviert durch dieses erneuerte Urteil. Und vorher waren die vielleicht auch ein bisschen verunsichert, weil die Anwälte von den Firmen alle noch gesagt haben, ja, aber das kann man auch so und so interpretieren. Und ja, jetzt natürlich zu befürchten, dass noch viel mehr Razzien kommen in dem Bereich. Und richtigerweise sind die Händler da natürlich jetzt tatsächlich in Angst, dass sie selber davon betroffen sind. Man hört schon von ersten Läden, die zumachen jetzt auch irgendwie, weil ihnen das Ganze zu heiß wird. Aber von Strafverfolgung bedroht waren sie eben die ganze Zeit schon. Und auch die Konsumenten, muss man auch nochmal kurz dazu sagen, die Kunden, die in diesen Läden Nutzhandfüllen kaufen, müssen mit Strafverfahren rechnen. Allein schon deswegen, weil die Polizei gar nicht unterscheiden kann, ob das jetzt potentes Marihuana ist oder eben Nutzhandblüten. Das heißt, vor Ort wird die Strafanzeige erstmal geschrieben. Da wird meistens auch gar nicht getestet. In vielen Fällen wird es ja bei kleinen Mengen sowieso eingestellt. Und dann wird gar nicht darauf geachtet, was für ein Hand waren das jetzt. Dann hat man halt ein eingestelltes Strafverfahren wegen BTM, als BTM-Straftäter. Und das Ganze steht dann in den Polizeicomputern drin. Sollte allen bewusst sein, die im Moment damit zu tun haben. Ist zwar Quatsch, da kann man sich auch drüber hinwegsetzen, sagen, ist mir egal, ich habe Bock, irgendwie CBD-Blüten zu rauchen, dann macht das. Ja, Hauptsache, ihr wisst, dass das ein Risiko ist, sowohl für Händler als auch für Konsumenten. Das war immer unsere Linie, haben wir immer gesagt. Ja, so viel dazu. Auch die Stellungnahme vom Branchenverband Cannabiswirtschaft hänge ich euch nochmal rein in die Videobeschreibung, könnt ihr euch nochmal durchklicken, auch zu diesem Vorschlag der Sachverständigenkommission, wie die das jetzt regeln wollten. Und nochmal Appell an die Politik, ja, macht vorwärts da. Und wenn wir da gerade sind bei dem Thema, der Zeitplan scheint zu wackeln in der Ampelkoalition. Offiziell war der Zeitplan ja, BINAT liefert bis Oktober seine Eckpunkte für die Legalisierung. Also eben auch die von Lauterbach, ja, Gesundheitsministerium, federführend mit Beteiligung aller möglichen Ministerien und so weiter. Die Regierung sagt erstmal ungefähr so und so, stellen wir uns das vor. Eigenanbau, ja, nein, wenn ja, wie. Und bis Ende des Jahres soll daraus dann ein Gesetzentwurf gestrickt werden. Sagen wir gerne, dann werden diese Eckpunkte übersetzt in Paragraphen. Na, da müssen dann Fremdsprachler ran, die Jurasprache können und Paragraphensprache, und müssen das Ganze dann quasi in Gesetzesform gießen. Bis zur Sommerpause 2023 sollte der Bundestag dann fertig werden und das Gesetz verabschieden, um es dann weiterzuschicken in den Bundesrat, ja, wo man auch nicht so weiß, kommt es dann da erst nach der Sommerpause sowieso erst rein? Ja, ist eh schon Ende August dann irgendwie, ne, ist schon wahrscheinlich schon nah dran an der Hessenwahl. So, und jetzt haben wir Oktober. Also der erste Punkt sollte jetzt kommen, nämlich die Eckpunkte. Und wo bleiben die, fragt sich die ganze Welt. Und wie man jetzt sieht, da sind Zweifel angebracht. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview, das Burkhard Blinert dem Vorwärtsverlag auf Instagram heute gegeben hat. Eine Frage, die jetzt, glaube ich, so oft gestellt wurde, dass wenn ich sie nicht frage, ich vielleicht ganz viel Shitstorm in den Kommentaren bekomme. Deswegen stelle ich sie dir. Eckpunktepapier wann? Eckpunktepapier kommt. Und ich glaube, alle sind schon ganz gespannt darauf, was da drin steht. Sehr gut. Ja, das ist natürlich eine absolut unbrauchbare Antwort auf eine Wann-Frage. Ja, also es kann natürlich zu Verzögerungen kommen bei so Großprojekten. Ist ständig der Fall, ist immer der Fall. Ja, versucht mal einen Berliner Flughafen zu bauen, dann wisst ihr, was ich meine. Das kennt auch jeder von sich selbst. Ja, wenn man mal ehrlich ist, wir haben alle schon Großprojekte erlebt, wo wir irgendwie später unterwegs sind, als wir dachten, dass wir es schaffen. Mir geht das jedes Mal so beim Dreh der DRV-News zum Beispiel. Ja, das ist, man hat so grob die Vorstellung, wie das gehen sollte, wie man denkt, aber man schaffen kann. Da kommt irgendwas dazwischen und dauert länger. Aber so eine Antwort hier auf diese Frage, wo die ganze Szene drauf brennt, endlich diese Eckpunkte zu sehen und die zu diskutieren und so weiter. Ja, und alle wissen, okay, das Ganze ist sowieso wackelig. Und dann jeden Tag werden Leute festgenommen. Ja, wir haben noch nicht mal eine Entkriminalisierung der Konsumenten. Jede Menge neue Strafverfahren passieren da ständig und wir wollen nicht warten. Und in der Gemengelage so eine Antwort zu geben auf die Frage, also ist ein Fehler einfach, ja, ist schlecht kommuniziert, da kann man auch sagen, okay, wir schaffen das nicht, wird November drüber oder so, irgendwie vernünftige Ansage mal machen. Aber einfach, die kommen, ja, weil das dafür eine Antwort, gerüchteweise geht auch schon durch Netz, dass die Ansage im Oktober wohl auch von der Seite gestrichen worden ist beim Drogenbeauftragten, das konnte ich jetzt noch nicht überprüfen.
Aber es sieht ganz danach aus, dass es da zu Verzögerungen kommt. Aus welchen Gründen auch immer, ja, die hätte er vielleicht mal angeben sollen, wieso es jetzt da zu Verzögerungen kommt. Da kompliziert ist, erzählt er auch in einem Interview. Guckt euch ruhig das ganze Interview mal an. Aber viel gesagt hat er da letztendlich nicht. Viele Neuigkeiten wird er nicht erfahren aus dieser halben Stunde Talk. Ja, die Antwort ist natürlich, sorgt für, verständlicherweise für viel Empörung in den sozialen Netzwerken. Und von daher, ja, wir werden sehen, ob das wirklich klappt, dieses Gesetz bis zum Sommer, vor der Sommerpause, vor den Sommerferien durch den Bundestag zu kriegen, wenn jetzt am Anfang da schon die Schwierigkeiten kommen. Ich persönlich habe damit gerechnet, dass die Eckpunkte pünktlich kommen könnten, aber dass das Gesetz, der Gesetzentwurf nicht Ende des Jahres da ist. Das stelle ich mir nämlich auch nochmal viel schwieriger vor. Da werden noch viel mehr Details letztendlich drinstehen müssen, als Pienaar jetzt aufschreiben muss. Und dann wird es halt kompliziert. Das mal eben so in 2 Monaten hinzudengeln, dürfte schwierig werden. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und wann irgendwer offizielles mal zugibt, dass im Oktober die Eckpunkte wahrscheinlich nicht kommen werden. Dass die CDU keine Alternative zur Ampel ist, für all die Leute, die sich jetzt wieder aufregen, ja, wo ich dazu beitrage jetzt auch, ja, dass sie aufregen, ja, dass Lina da spät dran ist. CDU ist keine Alternative und das hat mal wieder Christoph Ploss gezeigt, ein Mitglied des Bundestages aus Hamburg, der im Interview bei Jung und Naiv war. Ultra langes Interview, aber da hat er eben auch sich über Cannabis geäußert und zwar so. Was sagst du zu Joe Bidens Plänen zur Legalisierung von Cannabis? Also, ich bin kein Befürworter einer Legalisierung. Na, es gibt sehr viele Untersuchungen und Wissenschaftler, die sehr deutlich nachweisen, erhöhter Cannabiskonsum sorgt für Psychosen, sorgt für teilweise Angstzustände. Gesundheitlich sind die Folgen sehr gravierend, gerade mit Blick Gravierender als aufs bei Gehirn. anderen legalen Drogen, Ja, also Alkohol. die Langfristschäden sind meistens noch deutlich höher, zeigen Studien. Bei Cannabis. Ja, bei Cannabis. Also die Studien, die ich kenne, immer, ich habe gerade mit einem Wissenschaftler gesprochen vom UKE, dem Professor Dr. Rainer Thomasius, der darüber forscht. Der hat mir sehr deutlich gesagt, dass Cannabiskonsum gerade mit Blick auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns teilweise irreparable Folgen hat. Ja, also Herr Thomasius läuft da rum, Professor Thomasius, altbekannt, wissen wir alle, der einer der größten Gegner unter den Sachverständigen der Cannabis-Legalisierung, der gerne mal gezielt Studien raussucht, ja, die er dann den Politikern weitergibt, offensichtlich, ja, in dem Fall glaubt sogar der Ploss, dass Cannabis gefährlicher ist als Alkohol, was ja offensichtlich kompletter Unfug ist, allein schon angesichts der Tatsache, dass an Cannabis keiner stirbt und Alkohol jede Menge Leute. Und dann zu sagen, die langfristigen Folgen sind bei Cannabis schlimmer als bei Alkohol, ist einfach völliger Stuss. Ja, offensichtlich, aber der glaubt dann einfach, weil Thomasius das gesagt hat. Und so, solche Leute verantworten dann die staatliche Verfolgung von Millionen von Menschen aufgrund solcher verqueren Annahmen. Und dann kommt als Grundlage der Politik dann auch noch die Berufung auf Gott. Aber ich glaube schon, dass das ein Gott geschaffen hat, ja. Spielt das in deiner Politik eine Rolle? Also, wir haben ja eben über christliche Werte gesprochen und über das christliche Menschenbild. Das spielt schon eine Rolle. Ne, gerade wenn wir über Gerechtigkeit sprechen. Da habe ich sicherlich andere Interpretationen als jemand von der Linken. Also, geht weiterhin wählen, verhindert die CDU, das wird nichts mit denen. Und was gab es da noch? Ja, die Graspreisbremse. Na, das klingt doch zum Ende der News hier viel entspannender. Wir müssen die Menschen durch den Winter bringen, indem wir jetzt die Graspreise deckeln, indem wir für Versorgungssicherheit sorgen. Das war zwar ein Versprecher von Ricarda Lang, ja, ich gebe es ja zu, und hat es auf Twitter mit einem Schmunzeln auch dementiert, ja, dass er jetzt doch nicht wirklich eine Graspreisbremse fordert, aber für Legalisierung ist natürlich trotzdem. Und lustigerweise ausgerechnet in der Woche jetzt hat der einzige CDU-Abgeordnete im Bundestag, der für eine entspanntere Cannabispolitik zumindest ist, ja, der nicht sofort legalisieren will, sondern vorsichtig und erstmal Modellprojekte, aber immerhin für einen CDU-Politiker nicht schlecht. Erwin Rüttel, der hat in einem Interview ebenfalls ins Spiel gebracht, dass die Graspreise subventioniert werden sollten, um den Schwarzmarkt effektiv zu verdrängen.
Hat natürlich auch jetzt nicht wirklich ernst gemeint, ja, aber ernst gemeint hat er schon, dass der Preis nicht zu hoch sein darf, um den Schwarzmarkt eben zu verdrängen, muss konkurrenzfähig sein und die Steuern nicht zu hoch und so weiter. Subventionieren war natürlich jetzt nicht ernst gemeint so richtig, aber passte super zur Graspreisbremse, ja, wo wir die ganze Zeit sind, dabei sind, irgendwie das Volk zu schützen vor zu hohen Kosten, ja, da müssen wir vielleicht doch auch mitdenken. Ja, soziale Verwerfungen und alles, ja, vielleicht sollte man Sozialhilfeempfängern einen Graspreiszuschuss bezahlen, wie auch immer. Mal gucken, vielleicht denken wir uns ja auch noch was aus. Und damit komme ich zu den Terminen und fange an mit Darmstadt, wo sich unsere Ortsgruppe am Sonntag, den 16. Oktober, trifft. Gleicher Tag, Treffen online in Oldenburg. Heidelberg, offener Hanftisch des Hanfverbands Rhein-Neckar, Dienstag, 18. Oktober. Hamburg, 18. Oktober und Dienstag, online Klönschnack. Oldenburg, Discord, Sprachchat der DAV-Ortsgruppe, Mittwoch, 19. Oktober. Und Karlsruhe, Online-Treffen der Ortsgruppe, 20. Oktober. Hamburg, Ortsgruppentreffen, Donnerstag, 27. Oktober. Und Würzburg in Gründung. Na, Würzburger und Umgebung, falls ihr Lust habt, doch noch was zu machen hier jetzt, ja, dann die letzten Meter Legalisierung noch zu schaffen und vielleicht noch ein paar Razzien in Bayern zu verhindern. Dann geht zur Gründung der Ortsgruppe in Würzburg, Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr. Alle Details wie immer in dem Link, den ihr in der Videobeschreibung findet oder auf der DAV-Seite unter Termine. Da gibt es die ganzen Details, wann und wo sich die Leute treffen, die Aktivisten, um die Legalisierung über die Ziellinie zu tragen. Und das war's für heute. Like dieses Video, abonniert den Kanal, die Glocke aktivieren, damit ihr neue Videos hier mitbekommt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.